Moinsen und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir gehen jetzt hier mal runter gucken. Wir wollten die Ruine erkunden. Und ich hoffe, hier ist kein Monster, was uns den Weg versperrt. Ich zieh mal lieber die Waffe. Ich traue hier keinem Pfad mehr. Denn wir sind immer noch auf dem Weg zu Xardas Turm. Und wir haben den ersten Golem erlegt. Oder gelegt, besser gesagt. Ja, wir wollten nochmal die Ruine erkunden. Irgendwie fehlen mir auch die Zauber, die ich benötige. Also wir brauchen für den Eisgolem irgendwie so einen Feuerblitz. So, dann gehe ich mal hier. Oh, was ist das denn Schönes? Was haben wir denn hier? Ach, das ist ein bestimmter Turm hier. Werden wir später noch hinkommen. Ich weiß auch, was drin ist, also was wir da suchen müssen. Aber noch nicht jetzt. Trotzdem will ich gerne da oben zu dieser Ruine. Außer Feuerwarane versperren mit dem Weg, oder es war ein Teil 2. Denn ich meine, auch hier kommt man zweimal hin. Ihr dürft mich natürlich gerne berichtigen. So, mal schauen. Oh, nicht, dass ich hier gleich abrutsche. Das kann tödlich enden. Ja, hier ist nichts Interessantes. Ach, hier. Nee. Keine Ahnung, geht's wohl nicht hin, oder? Ah, muss doch irgendwie da hochkommen. Na, das kriege ich schon irgendwie hin. So. Ach, da ist eine Brücke. Ah, wie komme ich da rüber? Ach, das ist die, ist das die Brücke, wo wir mit Lester den Stein geholt haben? Kann das die sein? Also es wäre zumindest denkbar, es ist zumindest diese Position. Ja, nichtsdestotrotz brauchen wir aber erstmal Spruchrollen. Das, wo haben wir das? Spruchrollen kauft man, glaube ich, am besten im Sumpflager. Habe ich auf der 6. Und ab geht's. Yippie! Hallo meine Schüler. Betet mich an. Ich bin euer Gott. Naja, dezent. Spruchrollen, Spruchrollen, Spruchrollen. Wollen wir mal schauen. Wer ist das denn hier? Ach, nur ein bedeutungsloser Templer. Dann, ja, wenn wir schon mal hier sind, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, holen wir uns unsere Portion Sumpfkraut. Kann schon sein. Und zack. Oder er gibt uns keins mehr. Ich will mir meine tägliche Ration. Ja. Da gibt uns keine Spruchrollen, soweit ich weiß, sondern irgendwo da hinten. Ja, da hinten ist auch ein dehnbarer Begriff. Aber ich meine von diesen Gurus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht ist es er. Von ihnen haben wir zumindest Schlafrollen Das. bekommen. Meine ich zumindest. Tauschen Ich können möchte wir. Schriften über Magie erwerben. So, dann wollen wir mal gucken. Ach, schön, dass die Texturen wieder fehlen. So, Ringe. Ringe der Unbesiegbarkeit. Naja, das sind nur Resistenz. Ah, Schutz vor Waffen. Ring der Unbezwinglichen, na, das ist schon schlechter. Ring der Unbesiegbarkeit. Das lohnt sich, glaube ich, schon. Naja, egal. So, Verwandlung, Telekinese. Ach, das sind die Runen. Pyrokinese, Kontrolle. Telekinese, Schlaf. Wie viel Mana brauchen die eigentlich immer? Ach, wir müssen. Ach, die haben Kreise als Voraussetzung. Hä? Hat da jemand seine Waffe gezogen? Egal. Telekinese, Schlaf, Verwandlung, 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 Verwandlung. Freundlich Stimme, Verwandlung, Blutfliege, was nicht übersetzt wurde. Windfaust, Licht, Heilung, Wind. Der hat keine Feuerzauber. Oder Moment mal. Pyrokinese?
Also Pyro hat schon mal ein bisschen was mit Feuer zu tun. Ja, dann nehmen wir das einfach mal mit. Wo war denn das jetzt? Da. Zack. 70 will er dafür haben. Dann, ja, was können wir ihm dafür geben? Hier ein bisschen Fleisch. So, damit du mal was zu futtern hast. Oh, das war einer zu viel. Zack. Jetzt braucht er noch zwei Erz. Kriegt er auch. Oder haben wir irgendwas im Wert? Nee. Nö. So, wo ist denn jetzt das? Ach, da oben. Da fehlt schon wieder die Textur. Das nervt so ein bisschen. Annehmen. Nein, ich will nicht lernen, Magie anzuwenden oder was auch immer da gerade stand. So. Ja, dann. Ach, jetzt müssen wir wieder zurückklatschen. Das war, glaube ich, eine schlechte Idee. Aber ich wüsste. Ach nee, Kronos, ne? Im alten Lager. Ich bin mir nicht so sicher. Und hepp. Hui! Mit einer Hechtrolle hier rüber gehechtet zum Tempelplatz. Und natürlich voll gegen die Laterne gelaufen. So, dann werden wir hier auf dem Weg mal gucken, ob hier noch so ein paar Monster sind. Ich weiß auch nicht, ab wann man die Sumpfeier angreifen kann. Also falls es einer weiß, einfach mal Bescheid geben. Vielleicht könnten wir das ganze Lager hier ausrotten, oder? So ein paar Leute hier umklatschen. Naja. Ich lasse es lieber. Ich habe ein zu großes Unrechtsbewusstsein. Das ist nicht gut. So, raus aus dem Spinnerdorf. Und zurück zum Orkgebiet. Ja, was könnte ich jetzt schon wieder auf diesen super kurzen und super spannenden Weg erzählen? Was genauso super kurz und super spannend ist? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, meine Umfrage läuft noch, wenn ihr abstimmen wollt, ob sich mein Kommentator-Skill zum Guten oder zum Schlechten gewendet hat im Laufe der Karriere, kann man das nicht nennen, meiner Let's Player-Laufbahn. Dann könnt ihr das entweder also in die Kanal-Kommentare schreiben, beziehungsweise in die Kommentare unter diesem Video oder zu diesem Video, sagt man. Oder auf meiner Homepage www.classic-lp.de. Einfach unter Umfragen Nummer 3. Ja, so, das hätte ich auch mal durchgerattert hier. Habe ich noch was auf meinem Zettel stehen? Ich glaube nicht. Ich dachte, das wären Viecher, das war nur so eine Pflanze, die uns in die Irre führen wollte. So, sind hier wieder Warane? Natürlich nicht. Ja, sehr schön. Aber hier ist bestimmt irgendwo noch der Schatten neu. Oho! Hier, Gegner! Komm, du stirbst jetzt. Ja, wie gut, dass die anderen nicht kommen. Sag mal, wollen die mich jetzt natzen? So, wollte schon sagen. Obwohl, ich hätte schon mal Bock, den Schattenläufer zu probieren. Ich bin ja so ein kleiner Schisser, was Gegner angeht. Aber ich wage es jetzt einfach mal. Natürlich vorher speichern. Gut, wir haben ihn noch nicht am Hintern kleben. So, dann speichere ich erstmal. Damit hier mal ein bisschen Action reinkommt. Im Moment ist das mehr Lauferei als alles andere. Aber so sind Rollenspiele nun mal. Ich hab's nicht programmiert. Ich bin nur zu feige, die Gegner anzugreifen oder hier durchzurushen. Aber das Durchrushen bringt mir hier überhaupt nichts. Außer, dass ich es in 30 Parts vielleicht fertig hätte. Aber das will ich nicht. Ich könnte die ganzen Laufwege und so rausschneiden, aber das will ich einfach nicht. Mir hat auch jemand gesagt, ich sollte ja nichts rausschneiden, auch die ganzen Laufwege und so drin lassen. Oh, da ist er. So, erstmal dieses Kleinvieh hier. So.
Komm schon. Oh! Ist der schnell. Ha! Abgeblockt. Ha! Jetzt haben wir dich. Ich habe deine Taktik durchschaut. Naja, fast. So, dich kriegen wir. Na, wer sagt's denn? 400 Erfahrungspunkte. Und ich habe mich getraut. Hey. Vor zig Parts hat er uns noch knallhart fertig gemacht. Als wenn ihm der Wald hier... Als wenn er der Sheriff vom Wald wäre. So, jetzt können wir auch hier die Wölfe noch töten. Oh, ein Blutfliegen. Sehr schön, das gefällt mir. Bis wir beim nächsten Mal wieder failen. Brauchst du ja nicht so mich rumsummen. Du auch nicht. Da hinten sind auch noch welche. Ich habe ehrlich gesagt auch schon gar keinen Bock mehr, die Flügel aufzuheben. So. Und so. Knurren die mich gar nicht mehr an. Was habe ich denn verbrochen, dass sie das nicht mehr machen? Tja, keine Ahnung. So, die sind Matsche. So, was haben wir hier? Eine Vertiefung. Gehe ich mal runter. Ach, daneben. Jetzt können die mich pieksen. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Wo ist der hin? Tja, keine Ahnung. Egal, wir gehen weiter. So, wo sind wir denn hier? Waren hier unten nicht noch Orkhunde oder irgendwie sowas? Wir sind doch mal hier unten gevibed, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil ich dachte, das ist ein Rudel Wölfe. Dabei ist es, war es ein Rudel Orkhunde, die doch ordentlich, ja, einen ordentlichen Schlag drauf hatten. So, wo sind wir jetzt hier? Ach so, beim alten Lager. Naja, komm, lass mir den Wald Wald sein und wir gehen wieder zurück. Hm? Was war das denn jetzt schon wieder? Ja, super. Bin ich ein Pixel zu weit links gegangen oder was? Ach ja, komm schon. So. Und jetzt aber. Notfalls mit Anlauf. Und yay. Okay, das hätten wir geschafft. Sind hier noch Gegner? Sieht nicht so aus. Da hinten ist eine Ruine. Ich glaube, da waren wir mit Gorn. Und hier rum müsste es wieder zum Südtor gehen. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, da sieht man schon das alte Lager wieder, wo wir nicht mehr reinkommen. Weil die alle am Rad drehen. Ich würde so gerne Gomez töten. Der hat es nicht anders verdient. Wer dafür ist, einfach in die Kommentare schreiben, nieder mit Gomez. Aber rein theoretisch müsste es doch noch eine Portalrune in das Lager geben, oder? Gab es da nicht ein Secret oder so? Oder war das erst in Teil 2, dass man irgendwo da zu einer bestimmten Stelle kommt? Also wenn das einer weiß, der darf es mir gerne sagen. Und ich renne gerade, als wenn ich hier 10 Bier gesoffen hätte. Ich bin aber total nüchtern. Leider. Nein. Ja, es regnet. Wir sind wieder im Orkgebiet angekommen. Latschen noch schnell zur alten Stelle. Und versuchen dann Pyrokinese an dem Erz... Ach, Erzgolem. An dem, ach komm. Jetzt verlässt mich mein Sprachskill zum Ende. Eisgolem. So, jetzt habe ich's. Sollen wir mal schauen, ob wir den kriegen? Ich werde auch, wenn ich Templer spiele, glaube ich, Türen, hier Schlösser knacken oder so skillen. Damit ich auch diese Türen mal aufkriege.
Naja gut, die 15 Minuten sind jetzt hier erstmal rum. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Part. Tschüss.